Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wenn ihr wissen wollt, warum ich hier ein 142er Team habe und was ich auch gestern gezogen habe im 118 bis 120er Umtausch, dann schaut da auch wirklich im Video von gestern vorbei, Leute. War auf jeden Fall komplett Eskalation, was auch immer. Hat super Spaß gemacht, war super geil. Ihr habt auch eigentlich alle recht gut drauf geantwortet und habt gemeint, jo, das kann man schon so Packluck nennen, ne? Das ist schon Packluck gewesen auf jeden Fall. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaut auch gern vorbei. Und auch an alle, die mir da noch Glück gewünscht haben, wegen meinem Vortrag, vielen Dank. Vortrag ist vorbei, lief eigentlich alles ganz gut, lief eigentlich so wie auch in den Proben und ja, meine Note habe ich noch nicht bekommen, das kriege ich alles erst nächste Woche. Nur mal das hier so am Rande, weil ich ja davon gestern erzählt habe. Ich bin aber am Sonntag live, Leute, Sonntag, allerletzter FIFA Mobile Stream. Natürlich, Leute, sage ich da nochmal ganz klar, ihr könnt gerne dabei sein, wenn ihr Bock habt, allerletzter FIFA Mobile Stream, den es jemals geben wird, weil danach gibt es kein FIFA Mobile mehr, danach gibt es nämlich nur noch ja, weiß ich nicht, was gibt es denn da noch? EAFC Mobile. Es gibt einfach nur noch EAFC Mobile. Also, ganz klare Sache, let's go, wir sind da voll dabei, das heißt dann Livestream 16 Uhr am Sonntag. Ich hoffe, ich werde ein paar von euch dort sehen. Naja, wir haben hier nämlich noch, was haben wir denn hier? Wir haben hier alles schon gespielt, Leute. Wir werden nämlich auch hier nochmal warten. Ich weiß, ich könnte jetzt schon das Ganze abholen, die Kapitänsbinde. Aber ein bisschen was wollen wir natürlich auch noch im Livestream machen. Und deswegen warte ich auch mit den, mit diesem ja, Kapitänsbindenzeug. Und ich werde auch meine Punkte, die ich jetzt noch habe, so Scouting-Punkte, noch ein paar sparen. Damit wir nochmal ein bisschen was im Livestream öffnen können. Ich werde heute noch ein 116 bis 117er Umtausch machen. Auf entspannt. Und dann mal gucken, wie viele Vereinspunkte noch übrig sind. Aktuell habe ich nämlich, naja, 1400, also werden dann nochmal 400 übrig bleiben. Mal gucken, wie viel es dann noch bis zum Sonntag sind. Vielleicht schaffe ich es dann nochmal auf die 1000. Aber dafür müsste ich eigentlich nochmal ein paar Spieler ziehen, wegtauschen und hier und ha und ho. Naja, weiß ich nicht. Wir werden es sehen, Leute. Ich habe auf jeden Fall Bock darauf. Ganz klare Sache. Und ja, einfach mal abwarten, Leute. Einfach mal abwarten, mal schauen, was noch so passiert. Ich bekomme hier auf jeden Fall nochmal Item Packs. Let's go. Und nochmal ein paar Skill Boost. Na gut, die nehme ich mit. Die Skill Boost nehme ich auf jeden Fall mit. Und das heißt hier, sehr schön alles dabei und alles mit am Start. Und wir gehen jetzt auch, bevor wir noch wirklich jetzt auch was öffnen hier, noch einmal rüber auf EAFC Mobile Twitter. Das hier ist nämlich auch die offizielle Seite von EA, also ihr kommt da auch drüber, wenn ihr einfach nur EAFC Mobile eingebt, dann kommt ihr zu Twitter, dort könnt ihr auf den Link drücken, bei dem, was eben als Neuestes dort gepostet wurde und da kommt ihr dann hier zu dieser Seite UEFA Champions League Deep Dive. Also, wir bekommen nämlich direkt am Anfang von EAFC Mobile bekommen wir ein Champions League Event. Ein Champions League Turnier, kann man schon sagen, was am Start sein wird. Genau, am 26. September wird EAFC rauskommen. Ich werde auch an dem Tag live sein. Also, ich werde am Sonntag und am Dienstag live sein. Ja, wir haben eine UEFA Champions League Kampagne, wir können da alles mögliche machen, also man kann sein eigenes Team auswählen, wie ich jetzt hier auch schon gelesen habe, ja, und es gibt dann eben ordentlich was zum Ausgeben und was auch immer, zum, na nicht ausgeben, sondern eher zum Bekommen, was man dann ausgeben kann, also man kann hier selbst ein Team auswählen von der jetzigen Champions League Serie. Und kann dann eben damit dann durchgehen mit allem Möglichen, was eben dazu kommt. Genau, personalize your UEFA Champions League experience. Select your team for a formation. Set your starting XI and choose the peace takers to kick off the tournament your way. Also, ja, ganz einfach selber auswählen, um dann ein Turnier zu starten. Also, wird auf jeden Fall krass. Was meint ihr dazu, Leute? Habt ihr Bock oder habt ihr Bock? Also, so wird das Ganze dann aussehen. Das Gameplay, also, wir haben jetzt kein richtiges Gameplay, aber wir wissen ja schon ungefähr, wie das sein wird. Gab es ja auch schon mal einen Trailer, Teaser, was auch immer. Und hier nochmal schön
ein Bild davon, wie das in Ingame aussehen kann. Wir haben verschiedenes, verschiedene Jubel, wie auch immer, sind hier alle mit dabei. Was meint ihr dazu? Schreibt mal in die Kommentare. Also ist wahrscheinlich so wie das WM-Event, was es jetzt aktuell noch gibt, von Katar da. Ja, und das heißt, das wird wahrscheinlich wieder sowas Ähnliches sein, was wahrscheinlich genauso aufgebaut ist, aber eben halt Champions League. Okay, Leute, wir sind wieder drüben in FIFA Mobile und jetzt wissen wir also Bescheid, was meint ihr dazu genau nochmal zur Champions League. Und jetzt gehe ich aber zuallererst nochmal in die geheimen Neuverpflichtungen rein. Da kann ich nämlich noch hier mein 108 bis 110er Pack öffnen. Das mache ich jetzt auch. Grealish werde ich dann morgen abholen. Also, wenn ihr das Video seht, an dem Tag werde ich dann abholen. Ich nehme immer einen Tag vorher auf. Und wir bekommen leider keinen Walkout. Wir bekommen leider keinen Walkout. Aber Kane, nee, Kaye, Kay, wie auch immer, kann ich umtauschen für Coins. Für was anderes leider nicht, weil dafür hat er zu wenig Gas. Dafür hat er leider einfach zu wenig Gas. Und deswegen ist das nicht möglich. Trotzdem aber natürlich eine sehr geile Sache. Und ich hoffe jetzt auf jeden Fall. Ja gut, jetzt kann ich es leaken. Ihr wisst ja sowieso, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, ihr wisst, dann wisst ihr sowieso Bescheid über mein Team. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, ich hoffe auf jeden Fall komplett auf einen Innenverteidiger. Ich hoffe komplett auf einen Innenverteidiger, weil damit Eder Militao einfach noch raus kann. Der Rest ist mir so ziemlich egal tatsächlich. Aber es wäre so geil, wenn ich einfach noch einen Innenverteidiger ziehen könnte. Genau. Also Leute, wünscht mir Glück, dass ich einen Innenverteidiger bekomme. Wahrscheinlich kriege ich keinen. Aber wir gehen rein, Leute. 116 bis 117 Umtausch. Es können geile Dinge dabei sein. Am liebsten wäre natürlich ein Pionier. Und noch lieber hätte ich jemanden, den ich spielen kann tatsächlich. Wen haben wir denn eigentlich als Innenverteidiger? Wir haben Skriniar, wir haben Pau Torres. Sind beide sehr geil eigentlich. Koulibaly habe ich schon. Und den Rest kann ich eigentlich nicht gebrauchen. Achso, doch. Endika wäre noch gut als IV. Martinez als IV. Okay. Und dann bei dem Rest, weiß ich jetzt nicht. Entweder IV, 116er oder anderen Spieler, den ich spielen kann. Am liebsten IV tatsächlich. Noch lieber vielleicht als Pionier. Na gut, das weiß ich nicht. Ich würde mal sagen, Pionier und IV auf einer Wellenlänge. Also, wir gehen rein, Leute. 1000 Punkte. Puh, komm schon, bitte, bitte. Irgendwas, was ich verwenden kann. Irgendwas, was ich verwenden kann. Oh mein Gott, ich hab drauf gedrückt, Leute. Ich hab drauf gedrückt. Ich gehe jetzt rein in 3, 2, 1. Komm schon. Packlack-Pfeife, bitte, 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 bitte. Bitte IV, bitte IV, IV. Portugal. Oh nein, den kann ich nicht spielen. Den kann ich nicht spielen. Ruben Neves, ist das ein dickes F? Oh nein. Den kann ich erstens ein 116er. Zweitens, Schmutzposition. Drittens, kein IV. Viertens, kein Pionier. Oh Mann. Aber den will ich, ich glaube, ich könnte den vielleicht sogar auf IV spielen. Das will ich aber nicht. Weil ich glaube, nee, das macht man einfach nicht. Das macht man nicht, oder? Wir können kurz schauen, ob das in irgendeiner Form irgendetwas bringen könnte. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Wo ist er denn überhaupt? Hä? Ich lost? Da. Oh, er hat nicht mal einen Skillboost. Oh Gott, der wird direkt wieder weggetauscht. Der wird so schnell wieder weggetauscht. Das heißt, wir haben vielleicht im nächsten Livestream am Sonntag dann noch einen weiteren 116 bis 117er am Start. Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt erstmal schnurstracks wieder wegtauschen werde. Ich hoffe mal, ich kriege das dann vielleicht noch hin, einen weiteren. Oh, 116 bis 117, warum kann ich den nicht wegtauschen? Bin ich gerade lost? Wo ist untauschbar? Hä? Ich muss doch, oder habe ich den gerade drin gelassen? Bin ich lost? Ich muss hier erstmal noch gucken, wo ich die jetzt alle hin. Hä? Warum konnte ich den jetzt gerade nicht eintauschen? Der hat 116 bis 117, ist untauschbar. Ist EA hier gerade ein bisschen lost oder bin ich gerade lost? Wo soll ich den bitte sonst umtauschen? Hier, 116 bis 117, untauschbar. Diogo Jota, Raul. Ich habe doch gerade eben einen gezogen, hä? Wo ist der Spieler hin? Bin ich lost? Oder ist der verkäuflich gewesen oder was? Ist der etwa verkäuflich? LOL, der ist verkäuflich! Ach so! Okay, das bringt natürlich absolut neue Möglichkeiten. Aber ich glaube, ich kriege den natürlich nicht verkauft. Also, deswegen wird er wahrscheinlich umgetauscht für weitere Punkte. Ja, den kriege ich natürlich nicht verkauft. Alright, Leute, wir tauschen um für neue Punkte. So einfach und so schnell geht's nämlich hier.
Let's go. Achso, das war ein bisschen zu viel. 500 ist er nicht wert, aber ich glaube 300 waren es hier hinten. 300. Let's go. Auf geht's. Und das heißt, wir haben gleich nochmal 300 neue Punkte. Das heißt, ich schaffe es vielleicht noch bis zum Sonntag wieder 1000 Punkte zusammenzubekommen. Wäre ganz cool. Mal schauen, ob ich es hinkriege. Aber würde ich auf jeden Fall ganz geil finden. Auf jeden Fall ist er jetzt erstmal weg und ich bin wieder zufrieden. Und das heißt, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.